Die Geschichten der griechischen Mythologie sind voll von großen Helden. Aber keiner stellte sich so schwierigen Herausforderungen wie Herkules. Seine Geschichte begann, als Zeus, der oberste Gott des Olymps, sich erneut in eine schöne, junge Sterbliche, Alkmene, verliebte. Sie war mit Amphitryon, dem König von Tiryns, verheiratet. Amphitryon war mit seinem Heer in die Stadt Theben gezogen, um dort zu kämpfen, und Zeus nutzte die Abwesenheit des Königs, um die Königin zu besuchen. Der Gott nahm die Gestalt von Amphitryon an und vereinigte sich mit Alkmene, die nichts ahnte. Als Amphitryon von seinem Feldzug nach Hause zurückkehrte, vermutete er die Untreue seiner Frau und befahl, sie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Doch Zeus tauchte auf und rettete Alkmene. Er offenbarte ihr, dass er der Vater eines der Kinder war, die die Königin erwartete, denn Alkmene war auch mit dem Kind des Königs schwanger. Amphitryon fühlte sich geehrt, das Kind des Gottes der Götter aufzuziehen, und vergab seiner Frau. Zeus hatte große Pläne für das Kind. Eine Prophezeiung besagte, dass der erste Urenkel des Helden Perseus König der glorreichen Stadt Mykene werden würde. Alkmene war die Enkelin des Helden, so dass ihr Kind Anspruch auf die Krone haben würde. Doch ihre Cousine war ebenfalls schwanger. Die Göttin Hera war wütend über die Untreue ihres Mannes und zwang Eileithyia, die Göttin der Geburt, die Geburt von Eurystheus zu beschleunigen. Durch die verfrühte Geburt seines Cousins verlor Herkules seinen Anspruch auf die Krone der glorreichen Stadt Mykene. Nach schwierigen Wehen wurden Herkules und sein Bruder Iphikles schließlich entbunden. Der kleine Herkules war kräftig und es gab keinen Zweifel daran, wer von ihnen der Sohn des Herrn des Universums war. Heras Eifersucht wurde unkontrollierbar. Wütend schickte sie zwei giftige Schlangen aus, um die Babys zu töten. Die Schlangen schlüpften in die Wiege, in der Herkules und sein Bruder schliefen. Alkmene erwachte aufgeschreckt durch Iphikles Schrei und fand den kleinen Herkules, der in jeder Hand eine Schlange erwürgte. Aus Angst vor weiteren Repressalien der Göttin nahm Alkmene ihren Sohn mit in den Wald und setzte ihn auf einen Pfad aus, in der Hoffnung, jemand würde ihn auflesen. Doch wie das Schicksal es wollte, fanden zwei Göttinnen das ausgesetzte Baby. Es waren Athene und Hera. Ohne zu wissen, dass es sich um Herkules handelte, waren die Göttinnen von der Kraft des Kindes beeindruckt. Athene segnete ihn mit überragendem Mut und Gerissenheit. Hera bot ihm ihre Brust und säugte ihn mit göttlicher Milch, einer Nahrung, die ihm eine Kraft verlieh, die fast allen anderen Halbgöttern überlegen war. Herkules saugte mit solcher Kraft an Heras Brust, dass sie das Kind vor Schmerz von sich stieß, und ein Schwall der göttlichen Milch färbte den Himmel und ließ die Milchstraße entstehen. Athene erkannte das Kind als ihren Bruder und sagte, sie würde es seiner Mutter zurückgeben. Hera erkannte den Fehler, den sie begangen hatte, als sie das Kind ihrer Rivalin stillte, und wurde noch wütender und von einem enormen Rachedurst gepackt. Als der Seher Teiresias von der Rückkehr des Herkules in seine Heimat hörte, sagte er: Lasst uns die Rückkehr des Kindes feiern, das eines Tages die Welt von allen Ungeheuern befreien und sich durch seine großen Taten einen Platz im Olymp neben seinem Vater sichern wird. Herkules, der mächtige Sohn des Zeus, hatte schon in seiner Jugend Anzeichen dafür gezeigt, ein großer Held zu werden. Doch das Schicksal zwang ihn, große Herausforderungen zu meistern. Herkules war der Untertan von König Eurystheus, der sein Cousin war. Er hatte die Krone nur dank der Göttin Hera erhalten, die nicht wollte, dass der uneheliche Sohn des Zeus die Krone erbt. Herkules gehorchte seinem Cousin mit Frustration. Als der Monarch jedoch beschloss, ihm seine ersten Arbeiten aufzulegen, beschloss der bestürzte Held, das Orakel von Delphi zu befragen, um herauszufinden, ob er einem Mann, den er als minderwertig betrachtete, weiterhin gehorchen sollte. Das Orakel sagte ihm, dass mit jeder vollbrachten Arbeit die Macht, die Eurystheus an sich gerissen hatte, schwinden und der Ruhm des Herkules wachsen würde. Herkules, der hoffte, dass das Orakel ihm sagte, dass er Eurystheus nicht zu gehorchen brauchte, war entsetzt. Die Göttin Hera nutzte die Schwäche des Helden aus
und pflanzte ihm die Saat des Wahnsinns in den Kopf. Herkules begann, die schrecklichsten Kreaturen zu sehen und kämpfte große Schlachten mit ihnen. Aber das waren alles nur Halluzinationen. Als er sich von diesem wilden Wahnsinn erholte, hatte Herkules Blut an seinen Händen. Und seine Kinder und seine Frau Megara lagen tot zu seinen Füßen. Als Herkules erkannte, was geschehen war, ging er ins Exil und geriet in eine große Depression in fernen Ländern. Herkules wurde von Theseus, einem großen Bewunderer des Helden, gefunden. Er streckte seine Hand aus, um den Sohn des Zeus aufzurichten. Die Zeit heilte die Wunden des mächtigen Helden und er beschloss, nach Mykene zurückzukehren, um König Eurystheus zu dienen. Auf diese Weise würde er sich von den schrecklichen Sünden reinigen, die er an seiner Familie begangen hatte. Herkules hatte sich zur Verfügung gestellt, um seinem Cousin Eurystheus, dem König von Mykene, zu dienen. Doch der König befürchtete, dass sein mächtiger Cousin in Zukunft versuchen würde, seinen Thron zu besteigen. Also stellte Eurystheus ihm eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Er sollte einen gigantischen Löwen vernichten, der die Wälder von Argolis terrorisierte. Diese Bestie griff die Herden der Region an und begann, nachdem sie einige Männer verschlungen hatte, Menschenfleisch zu genießen. Die Menschen sagten, das Tier sei der Nachkomme des monströsen Typhon und der bösen Echidna. Daher wurde gemunkelt, dass sein Fell für traditionelle Waffen unzerstörbar sei. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen, zusätzlich zu seiner mächtigen Keule, machte sich Herkules auf die Jagd nach der Kreatur. Der Held verbrachte einige Zeit in den Wäldern von Nemea auf der Suche nach dem Löwen. Schließlich fand er Spuren, die ihn zu der Höhle führten, in der sich die monströse Raubkatze versteckt hielt. Herkules betrat die Höhle des Ungeheuers, die mit Tierknochen und menschlichen Schädeln gefüllt war. Tief in der Höhle war es möglich, das Atmen der großen Bestie zu hören. Herkules fand die Bestie auf einem Felsen und das Tier stieß ein gewaltiges Brüllen aus, das jeden Menschen zum Zittern gebracht hätte. Aber Herkules war kein gewöhnlicher Mann, denn in seinen Adern floss das Blut des Zeus. Der Halbgott schoss einen Pfeil auf den Kopf des Tieres, aber er prallte an der undurchdringlichen Haut ab. Wütend stürzte sich der riesige Löwe auf Herkules, um ihn zu verschlingen. Herkules und der Löwe sprangen gegeneinander. Der Löwe zeigte seine mächtigen Krallen, als der Held seine Keule hob. Herkules versetzte der Kreatur einen vernichtenden Schlag auf den Kopf. Trotz der Wucht wehrte sich der Löwe unverletzt. Da er erkannte, dass Waffen nutzlos waren, kämpfte Herkules gegen den Löwen mit bloßen Händen. Der Löwe rammte seine Krallen in den Gegner, der unter den unerträglichen Schmerzen seiner Wunden litt. Herkules legte seine Arme um den Hals des Tieres und begann einen tödlichen Würgegriff. Der Löwe von Nemea konnte der Kraft des Helden nicht widerstehen und ging zugrunde. Der starke Löwe war tot. Mit den Krallen des Tieres riss Herkules ihm das Fell ab und kehrte nach Mykene zurück. Als er Herkules in der Haut des Tieres auf sich zukommen sah, fürchtete Eurystheus, getötet zu werden, und versteckte sich in einem Metallbottich. Herkules beendete seinen ersten Auftrag und machte einen wichtigen Schritt in Richtung Ruhm. Bei seinem zweiten Abenteuer erhielt Herkules von König Eurystheus den Auftrag, einer Kreatur, die in der Gegend von Lernaeus lebte, ein Ende zu bereiten. Diese Kreatur war ein schreckliches Ungeheuer, Sohn von Typhon und Echidna, bekannt unter dem Namen Hydra. Der tapfere Held wurde von seinem Neffen Iolaos unterstützt, der ihn seit seiner Jugend begleitet hatte. Unterwegs stießen sie auf ein Dorf, das von der Kreatur dem Erdboden gleichgemacht worden war. Und ein Überlebender wies ihnen den Weg zum Versteck der Kreatur. Die Hydra bewohnte den unheilvollen Sumpf von Lerna. Herkules und sein Neffe durchsuchten den verpesteten Sumpf nach dem Versteck der Bestie. Die Hydra war in einer Höhle verborgen. Herkules benutzte seinen Bogen, um die Kreatur aus ihrem Versteck zu locken und schoss flammende Pfeile in die Höhle. Da erschien die mächtige Hydra, wütend und durstig, um alle zu verschlingen, die es wagten, ihre Ruhe zu stören. Das Ungeheuer hatte mehrere Köpfe und aus seinen Schlünden drang ohrenbetäubendes Gebrüll.
Trotz seiner Größe war Herkules bemerkenswert beweglich und wich den Angriffen des Ungeheuers aus. Mit einem kräftigen Keulenschlag zertrümmerte der Held einen der Köpfe der Bestie. Zu seiner Überraschung tauchten an seiner Stelle schnell zwei weitere auf. Mit einem Schwert begann der wütende Held der Hydra die Köpfe abzuschlagen. Bald darauf wurden doppelt so viele Köpfe wiedergeboren. Iolaos rief Herkules zu, er solle aufhören, denn er mache die Aufgabe nur noch schwieriger. Sie kamen auf die Idee, die Hälse zu kauterisieren, aus denen die neuen Köpfe entstanden. Während Herkules die Köpfe abschlug, verätzte sein Neffe die Wunden mit einer Fackel. Ein Kopf nach dem anderen wurde besiegt. Die Göttin Hera, die Feindin des Herkules, sah, wie der Held eine weitere Kreatur besiegte und schickte Krabben, um der Hydra zu helfen. Es gelang ihnen jedoch nur, den Helden für kurze Zeit abzulenken und sie wurden schließlich vernichtet. Herkules und Iolaos besiegten den letzten Kopf. Die Kreatur war zwar ohne Köpfe, lebte aber noch. Der Held warf sie in ein Loch und vergrub sie mit einem großen Stein. Das Blut der Hydra war äußerst giftig. Da Herkules dies wusste, tauchte er seine Pfeile in das giftige Blut des Ungeheuers und war so mit einer weiteren hervorragenden Waffe ausgestattet. Herkules und Iolaos waren bereit, siegreich nach Mykene zurückzukehren. Die Göttin Efeu ehrte die Bemühungen ihrer Diener, die in ihrem Namen gekämpft hatten, indem sie sie in die Sterne eintrug und das Sternbild Krebs erschuf. Herkules hatte zuvor den nemäischen Löwen und die Hydra von Lerna besiegt. Dies waren zwei sehr mächtige Gegner. Eurystheus' Plan, Herkules Leben zu beenden, funktionierte nicht und sein Rivale wurde von Tag zu Tag beliebter. Da er seinen Cousin nicht besiegen konnte, kam Eurystheus auf eine großartige Idee und beauftragte den Helden mit zwei neuen Aufgaben. Herkules sollte zwei Kreaturen lebendig nach Mykene zurückbringen, den erymantischen Eber und die kyrenäische Hirschkuh. Die kyrenäische Hirschkuh war eines der wildesten Tiere, die es gab. Sie zu fangen schien fast unmöglich. Und das mächtige Wildschwein zurückzubringen, ohne es zu töten, war sogar noch unwahrscheinlicher. Eurystheus wusste, dass Herkules niemals ohne die Tiere zurückkehren würde. Denn ein Scheitern zuzugeben, war für den Helden unvorstellbar. Herkules reiste ab und der König war sich sicher, dass er ihn nie wieder sehen würde. Mehr als ein Jahr war vergangen, ohne dass der Held die kyrenäische Hirschkuh gefunden hatte. Dies war keine gewöhnliche Hirschkuh. Sie war geradezu prächtig, mit goldenen Hörnern und eisernen Hufen. Die Kreatur war eine der fünf heiligen Hirschkühe, die von der Göttin Artemis erschaffen wurden. Aber es war die einzige, die frei lebte, während die anderen der Göttin dienten und ihren Wagen zogen. Herkules gelang es schließlich, sich der Hirschkuh zu nähern und schoss mit einem Pfeil auf eines ihrer Beine. Verwundet konnte die Hirschkuh nicht mehr fliehen und wurde von dem Helden gepackt. Die Göttin Artemis tauchte auf und fragte, warum der Held ein solches Sakrileg beging. Herkules erklärte ihr, dass er auf Befehl des Orakels von Delphi im Dienste des Königs Eurystheus stehe und erst dann wieder frei sei, wenn er dem König die Hirschkuh übergeben habe. Die Göttin erlaubte Herkules, seine Reise fortzusetzen. Der Held wollte danach versuchen, den mächtigen euromantischen Eber zu fangen. Die Kreatur war extrem stark, so dass Herkules seinen Verstand einsetzen musste, um sie zu fangen. Herkules kämpfte gegen das Wildschwein, aber dessen große Stärke hinderte den Helden daran, es zu fangen. Da er es nicht töten konnte, beschloss er, es einfach müde zu machen. Der Held jagte das Wildschwein und führte es in eine Gegend, in der sich der Schnee auf dem Boden türmte. Das mächtige Wildschwein musste sich sehr anstrengen, um durch den hohen Schnee zu kommen, und wurde schließlich von der Müdigkeit überwältigt. Nachdem das Tier erschöpft zu Boden gestürzt war, band Herkules seine Beine zusammen und fing es ein. Zum Entsetzen aller kam Herkules mit der Hirschkuh und dem Wildschwein im Palast von Mykene an. Eurystheus, der sich beim Anblick der Kreaturen fürchtete, versteckte sich wieder in dem Bronzefass. Herkules hatte nun eine weitere seiner Aufgaben erfüllt.
König Eurystheus von Mykene war frustriert über seine Unfähigkeit, Herkules loszuwerden. Der Held häufte mit jeder Aufgabe, die er vollendete, mehr Ruhm an. Deshalb beschloss der König, Herkules zu einer entwürdigenden Aufgabe zu zwingen, die einem Sohn des Zeus unwürdig wäre. Der Held sollte an einem Tag den großen Stall des Königs Augeas in Elis reinigen. Der Stall war schon lange nicht mehr gereinigt worden und hatte Tonnen von Tiermist angesammelt. Eurystheus dachte, dass Herkules sich nicht nur wegen der Schwierigkeit der Aufgabe weigern würde, eine so niedere Arbeit auszuführen. Doch der Held beugte sich demütig dem Wunsch seines Königs und machte sich auf den Weg in das Reich des Augeas. Das Bedürfnis, von seinen Sünden gereinigt zu werden, war wichtiger als sein Stolz. Herkules trat vor König Augeas und bot ihm seine Dienste an, um die Stelle zu reinigen. Aber er teilte ihm nicht mit, dass er im Dienste des Königs Eurystheus stand. Der Sohn des Zeus verhandelte mit Augeas über die Bezahlung für diese Arbeit und sie einigten sich. Der König glaubte, dass es unmöglich sei, den Stall an nur einem Tag zu säubern. Also versprach er dem Helden, ein Zehntel seiner riesigen Herde zu übergeben. Sollte Herkules die Aufgabe nicht an einem Tag erledigen, würde er nichts bekommen. Der König rief seinen Sohn, um die Vereinbarung zu bezeugen. Herkules erhielt eine Schaufel, aber er legte sie beiseite und machte sich auf den Weg zum Fluss Alpheios. Mit ungeheurer Kraft warf Herkules große Steine in den Fluss und lenkte seinen Lauf in Richtung des Stalls von Augeas um. Das Wasser des Flusses drang durch die Stalltüren und spülte den ganzen Dreck weg. Dann ließ Herkules den Fluss wieder in seinen natürlichen Lauf zurückfließen. Als König Augeas sah, dass die Ställe sauber waren und Herkules sich nicht einmal die Hände beschmutzt hatte, war er erstaunt. Als Herkules seinen Lohn abholen wollte, behauptete der König, er habe nie eine solche Vereinbarung getroffen. Aber Phineus, sein eigener Sohn, sagte, dass er Zeuge der Abmachung gewesen sei. Erzürnt über diesen Verrat wies der König Herkules und seinen Sohn aus. Aber Herkules ließ sich nicht so leicht demütigen. Er versammelte ein Heer von Thebenern und entthronte König Augeas, indem er den ehrenwerten Prinzen Phineus auf den Platz seines Vaters setzte. Ein weiteres seiner Werke war nun vollbracht. Nachdem er die Stelle von Augeas gesäubert hatte, musste Herkules nach Arkadien reisen, um die Stymphalia zu erledigen, gigantische Raubvögel, die die Gegend um den See Stymphalia terrorisierten. Nach einer langen Reise kam der Held am See an. Er war erstaunt über die schiere Anzahl der Vögel. Diese schrecklichen Kreaturen hatten eiserne Schnäbel und Federn. Sie griffen ihre Opfer an, indem sie ihre scharfen Metallfedern schleuderten. Es schien unmöglich, diese Aufgabe mit roher Gewalt zu bewältigen. Also versuchte er die Situation mit List zu lösen. Herkules bat seine Schwester Athene um Hilfe und die Göttin der Weisheit war entschlossen. Die Göttin bot ihm ein eisernes Musikinstrument an, das der Gott Hephaistos in seiner heiligen Schmiede hergestellt hatte. Mit diesen göttlichen Trommeln erzeugte Herkules einen ohrenbetäubenden Lärm, der die Vögel vertrieb. Es gelang Herkules sogar, einige Vögel im Flug mit seinem Bogen und Pfeilen abzuschießen, die in das Blut der Hydra getaucht waren. Herkules vollbrachte eine weitere Heldentat und er machte sich auf den Weg zur Insel Kreta. Eurystheus befahl Herkules, auf die Insel von König Minos zu gehen, um den furchterregenden Stier von Kreta zu fangen und zu zähmen. Dies war kein gewöhnlicher Stier. Das Tier sollte zu Ehren des Gottes Poseidon geopfert werden. Aber aufgrund seiner Eigenschaften wollte Minos es nicht opfern. Aus Rache brachte Poseidon den Stier dazu, eine unkontrollierbare Wut zu empfinden. Herkules stellte sich dem mächtigen Stier, dem Vater des schrecklichen Minotaurus. Der Stier war unglaublich stark und er rang mit dem Helden. Doch er war nicht stark genug, um den Sohn des Zeus zu besiegen. Herkules packte ihn an den Hörnern und warf ihn zu Boden. Nachdem er es gefesselt hatte, setzte Herkules das Tier auf ein Schiff, das in Richtung Peloponnes fuhr. Bei der Ankunft in Mykene wurde der Stier Eurystheus präsentiert. Nachdem dieser sich vergewissert hatte, dass die Aufgabe erfüllt war, ließ er das Tier frei.
Der Stier zog in Griechenland umher und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken, wo immer er auftauchte. In den Ebenen von Marathon traf er auf einen weiteren, furchterregenden Gegner. Sein Name war Theseus. Herkules erhielt seine achte Aufgabe. Er musste nach Thrakien reisen und die berühmten menschenfressenden Stuten des Diomedes mitbringen. Diomedes war der Sohn von Ares, dem Kriegsgott, und herrschte über die Bistonia, ein barbarisches und grausames Volk. Diomedes war sicherlich der grausamste unter den Thrakern. Er nahm die Fremden, die in sein Land kamen, gefangen und brachte sie in den königlichen Kornspeicher. Das war die Heimat der mächtigen Stuten. Sie waren so stark, dass sie mit Eisenketten gefesselt werden mussten. Die Stuten wollten weder Hafer noch andere Körner fressen, denn sie waren auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen. Diomedes benutzte die Besucher als Mahlzeit für seine schrecklichen Pferde. Auf der Reise nach Thrakien begleiteten Herkules einige Freunde, wie sein Neffe Iolaos und auch Abderus, der Sohn des Hermes. In Diomedes Reich angekommen, wurde Herkules über die Grausamkeiten informiert, die der König gegen die Besucher des Reiches verübte. Diomedes missachtete die Pflicht zur Gastfreundschaft, eine Forderung des Zeus. Als der König von der Ankunft der neuen Besucher erfuhr, griffen er und seine Wachen die neuen Opfer an. Herkules besiegte die königliche Wache mit relativer Leichtigkeit. Der Held wollte den König für seine vielen Verbrechen bestrafen. Er packte den Monarchen und warf ihn hinaus, damit er von seinen Stuten gefressen wurde. Richtig gefüttert beruhigten sich die Stuten und Herkules führte sie zu seinem Schiff. Doch es erschienen noch mehr Soldaten, die den König rächen wollten. Herkules bat den Sohn des Hermes, die Stuten zu halten, während der Held und Iolaos gegen die Soldaten kämpften. Wieder einmal wurden die Wachen von Herkules mit Leichtigkeit besiegt. Doch als Herkules zum Schiff zurückkehrte, fand er Abderus tot vor, verschlungen von den Stuten. Herkules betraute den Tod seines Freundes. Nachdem er ihn begraben hatte, verkündete er, dass die Stadt Abdera dort als Tribut gegründet werden würde. In Mykene weihte König Eurystheus die Stuten zu Ehren der Göttin Hera. Die Pferde, die von diesen Stuten abstammten, waren außergewöhnliche Tiere. Die Legende besagt, dass Bucephalus, das Pferd Alexanders des Großen, das Blut dieser Stuten in seinen Adern hatte. Unter Alexander dem Großen nahm es an der Eroberung fast der gesamten bekannten Welt teil. Herkules hatte einige Helden versammelt, die ihm nach Themyscira, dem Reich der Amazonen, folgten, um eine weitere Aufgabe zu erfüllen. Die verwöhnte Tochter des Königs Eurystheus verlangte von ihrem Vater Hippolytas Gürtel als Geschenk. Hippolyta war die Königin der Amazonen und erhielt aufgrund ihrer Erfolge auf dem Schlachtfeld den Gürtel von den Göttern als Auszeichnung. Um den Wunsch seiner Tochter zu erfüllen, schickte der König Herkules aus, um seine Tochter den Gürtel mit allen Mitteln zu bringen. Themyscira war ein reines Frauenkönigreich und sie waren berühmt für ihre hervorragenden Kriegerinnen. Als er im Königreich der Amazonen ankam, wurde Herkules von Hippolyta empfangen, die von der Größe des Sohnes des Zeus überwältigt war. Herkules war diplomatisch, als er mit der Königin sprach, und sie revanchierte sich für die Höflichkeit. Sie schienen zu einer Einigung zu kommen, und Hippolyta würde dem Helden ihren Gürtel, ohne ein Tropfen Blut zu vergießen, schenken. Doch die Göttin Hera, die Feindin des Herkules, würde nicht zulassen, dass der unehrliche Sohn des Zeus diese Aufgabe so einfach bewältigt. Verkleidet schloss sie sich den Amazonen an und verbreitete das Gerücht, Herkules wolle die Königin entführen. Um Hippolyta zu schützen, bewaffneten sich die Amazonen und griffen Herkules und seine Gefährten an. Die Schlacht war blutig. Viele Amazonen fielen auf dem Schlachtfeld. Unter den gefallenen Amazonen war auch die Königin Hippolyta. Herkules nahm ihren Gürtel und machte sich auf den Rückweg nach Mykene. Auf dem Rückweg kam der Held an Troja vorbei und die Stadt war in furchtbaren Schwierigkeiten. Der trojanische König Laomedon wurde bestraft,
weil er sich geweigert hatte, den mit Poseidon vereinbarten Tribut zu zahlen, welcher die legendären Mauern Trojas für den König gebaut hatte. Deshalb sollte seine Tochter einem schrecklichen Seeungeheuer geopfert werden. Der König versprach dem Helden eine Belohnung, wenn es ihm gelänge, seine Tochter zu retten. Also zog Herkules los, um gegen das Ungeheuer zu kämpfen. Es war dem mächtigen Sohn des Zeus nicht gewachsen und wurde schließlich vernichtet. Doch Laomedon steigerte seinen Ruf als Betrüger und zahlte die Belohnung nicht an den Helden aus. Herkules wurde aus Troja vertrieben. Doch bevor er abreiste, schwor er Rache und kehrte nach Griechenland zurück, um der Tochter des Herrschers den Gürtel der Königin Hippolyta zu übergeben. König Eurystheus wollte Herkules so weit weg wie möglich schicken. Bei der 10. Aufgabe sollte der Held das Vieh des Riesen Geryon stehlen. Der Riese lebte auf der mythischen Insel Erythea, in der Nähe der Iberischen Halbinsel. Die Reise war sehr lang und kein Grieche war jemals so weit gereist und zurückgekehrt. Herkules segelte lange Zeit, bis er einen großen Berg erreichte, der das Mittelmeer vom Atlantik trennte. Aber nicht einmal ein riesiger Berg konnte den Sohn des Zeus aufhalten. Herkules nutzte seine ganze Kraft, um den Berg in zwei Teile zu spalten und die Hälften auseinanderzuziehen. So verband der Held das Mittelmeer mit dem Atlantik und setzte seinen Weg fort. Die beiden großen Berge, die der Held geschaffen hatte, wurden als die Säulen des Herkules bekannt. Heute ist dieser Ort als die Straße von Gibraltar bekannt. Schließlich erreichte Herkules die Insel Erythea. Kein Grieche hatte es je gewagt, sich den Rindern des riesigen Sohnes von Chrysaor zu nähern. Denn Geryon war eine abscheuliche Kreatur, die mehrere Körper in einem hatte. Der Riese hatte auch einen zweiköpfigen Wachhund namens Orthros, dem Bruder von Cerberus, dem Höllenhund. Herkules kämpfte gegen den Hund, der nicht nur zwei Köpfe hatte, sondern auch einen Schlangenschwanz. Doch all diese Wildheit war für Herkules kein Hindernis. Er erschlug den Hund, den Sohn der Echidna, mit seiner mächtigen Keule. Heimlich begann Herkules, das Vieh zu treiben, ohne die Aufmerksamkeit des Riesen zu erregen. Doch Herkules' Handeln blieb von Geryon nicht unbemerkt, der ihn wütend angriff. Der Kampf zwischen Herkules und Geryon war heftig und der Held schien schließlich besiegt. Herkules erkannte, dass die Göttin Hera, seine Feindin, dem Riesen half, indem sie seinen Mut und seine Kraft verstärkte. Herkules schoss mit seinem Bogen einen Pfeil auf die Göttin ab. Die verwundete Göttin floh in den Olymp. Der Halbgott nahm einen seiner Spezialpfeile, der mit dem giftigen Blut der Hydra getränkt war. Selbst die Unsterblichen waren nicht immun gegen das starke Gift des Ungeheuers, des Kindes von Typhon und Echidna. Der Riese Geryon erlag schließlich nach schrecklichen Qualen an seinen Wunden. Herkules konnte nach Griechenland zurückkehren, indem er die berühmten Ochsen des Geryon heimbrachte. Herkules reiste erneut durch die Welt, um eine weitere Aufgabe für König Eurystheus zu erfüllen. Diesmal sollte er den berühmten Garten der Hesperiden finden und von dort einen ihrer berühmten goldenen Äpfel mitbringen. Als die Göttin Hera Zeus heiratete, erhielt sie von Gaia einen wunderschönen Baum, an dem goldene Äpfel wuchsen. Dieser Baum wurde von den schönen und zarten Hesperiden gepflegt und von dem riesigen Drachen Ladon bewacht. Auf seiner Suche nach dem Garten fand Herkules den Titan Prometheus an einen Felsen gekettet, dessen Leber von einem großen Adler verschlungen wurde. In der Nacht regenerierte sich seine Leber. Am nächsten Tag kehrte der Vogel zurück, um erneut zu fressen. Prometheus war von Zeus bestraft worden, da er das heilige Feuer gestohlen und es den Menschen gegeben hatte. Herkules beschloss, dass Prometheus bereits zu viel gelitten hatte. Es musste etwas unternommen werden.
Er schoss den verhassten Vogel mit seinem Bogen ab und zerbrach die Ketten, die den Titan an den Felsen banden. Und Prometheus war endlich von seiner Tortur befreit. Aus Dankbarkeit riet Prometheus Herkules, sich dem mächtigen Drachen nicht zu stellen. Stattdessen solle er sich mit Atlas treffen. Als der Held seine Reise fortsetzte, traf er auf den mächtigen Titan Atlas, der ebenfalls eine von Zeus auferlegte Strafe zu erleiden hatte. Atlas hatte während der Titanomachie, der großen Konfrontation zwischen Göttern und Titanen, gegen Zeus gekämpft. Der besiegte Atlas wurde gezwungen, das gesamte Gewicht der Himmelskugel für alle Ewigkeit auf seinem Rücken zu tragen. Der Titan war der Vater der Hesperiden und bot Herkules an, ihm die Äpfel zu geben, die er brauchte, wenn er die Himmelskugel halten würde, während der Titan zum Garten seiner Töchter ging. Herkules willigte ein und setzte seine ganze Kraft ein, um die schwere Himmelskuppel auf seinen Schultern zu halten. Atlas ging und kehrte nach einer Weile zurück. Er trug die Äpfel bei sich, die Herkules brauchte. Als er den Held sah, sagte Atlas: "Hier sind die Äpfel, aber ich werde sie selbst dem König Eurystheus in deinem Namen bringen." Herkules erkannte, dass er Opfer einer List geworden ist und die Last der Welt für alle Ewigkeit auf seinem Rücken tragen müsse. In diesem Moment setzte er seinen Verstand ein. "Würdest du das für mich tun? Du bist so nett. Ich habe meinen Cousin satt. Aber bevor du gehst, möchte ich eine Bitte äußern. Könntest du das Gewölbe nur einen Moment lang stützen, damit ich dir den Löwenmantel anziehen und meinen Rücken schützen kann? Das ist sehr unangenehm, wie du weißt." Atlas wusste genau, wie unangenehm das ist und beschloss, dem Helden zu helfen. Als der Titan das Himmelsgewölbe wieder anhob, hob Herkules die Äpfel auf, die auf den Boden gelegt worden waren, und wandte sich ab, um nie mehr zurückzukehren. Als er mit den Äpfeln nach Mykene zurückkehrte, wurde der große Held von Eurystheus' Untertanen bejubelt. Der eifersüchtige König beschloss, dass es nur einen Weg gab, Herkules für immer loszuwerden. Er sollte in das Reich der Toten geschickt werden. Nachdem er 11 Aufgaben erfüllt hatte, die alle für unmöglich hielten, wurde Herkules von den Menschen geliebt. Denn der Held hatte die Welt von den finstersten Kreaturen befreit. Eurystheus, dessen Plan es war, den Sohn des Zeus zu vernichten, machte ihn nur noch glorreicher. Der mykenische König konnte von Herkules nur noch eine Arbeit verlangen. Es war seine letzte Chance, den Helden loszuwerden. Eurystheus befahl Herkules, in die Unterwelt zu gehen und den legendären Cerberus mitzubringen, den dreiköpfigen Hund des Hades, der das Reich seines Herrn bewachen sollte. Bevor er in das Reich des Hades aufbrach, wurde der Held in die Mysterien von Eleusis eingeweiht. Die Rituale dieser Kulte symbolisierten den Tod und die Wiederauferstehung. Herkules ging zu einer geheimen Höhle, die Zugang zur unterirdischen Welt bot. Am Eingang wurde er von seinem Bruder Hermes empfangen, dem Gott, der die Seelen in das Reich des Hades führte. Geführt von dem Götterboten betrat Herkules die Unterwelt. Es war ein düsterer Ort, voller Schwermut. Im Reich des Hades fand der Halbgott seinen Freund Theseus, der noch lebte und an einen Felsen gekettet war. Theseus war von Hades bestraft worden, weil er zusammen mit seinem Freund Pirithoos versucht hatte, Persephone, die Königin der Unterwelt, zu entführen. Herkules befreite seinen Freund aus der Gefangenschaft und Theseus kehrte in die Welt der Lebenden zurück. Dann begegnete Herkules dem Bootsmann Charon, der sich weigerte, Herkules zu helfen, das Reich seines Meisters zu betreten. Doch der Halbgott war entschlossen und drohte Charon und das Boot zu zerstören, wenn er ihn nicht an das andere Ufer des Flusses Acheron bringen würde. Angesichts einer solchen Drohung hatte Charon keine Wahl und tat, was Herkules verlangte.
Am anderen Ufer des Flusses wartete Hades auf ihn. Der Sohn des Zeus stand Hades, dem Herrn der Unterwelt, von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Er bat ihn um Erlaubnis, seinen Hund zu nehmen und ihn Eurystheus zu schenken, mit dem Versprechen, dass er das Tier nach Beendigung seiner Arbeit zurückbringen würde. Hades erlaubte Herkules den Versuch, den dreiköpfigen Hund zu fangen, aber er durfte das Tier nur mit seinen bloßen Händen bändigen. Der Held verfolgte das Ungeheuer. Als er es entdeckte, erkannte Herkules, dass das Ungeheuer außer den drei Köpfen auch einen Schlangenschwanz hatte. Der Sohn des Zeus hatte schon gegen jede Art von Kreatur gekämpft und nahm den Kampf ohne Furcht auf. Der Kampf zwischen dem Halbgott und dem Ungeheuer war heftig, doch Herkules gelang es, die Kreatur zu besiegen. Der Held brachte Cerberus an die Oberfläche. Als der Hund mit dem Sonnenlicht in Berührung kam, wurde ihm übel und er erbrach sich. Wo das Erbrochene des Tieres hinfiel, sprossen giftige Pflanzen. Trotz des Widerstands schleppte Herkules das Tier zum Palast von König Eurystheus und präsentierte die Kreatur dem Herrscher. Angesichts des Ungeheuers rannte Eurystheus vor Angst in einen Bronzekessel und versteckte sich dort. Cerberus wurde wie versprochen freigelassen und kehrte in die Unterwelt zurück. Herkules hatte endlich seine 12. Aufgabe erfüllt. Eurystheus, der sich mit dem Gedanken abgefunden hatte, dass er Herkules nicht töten konnte, entließ den Halbgott schließlich von seinen Pflichten. Herkules hatte den Gipfel des Ruhmes erreicht und wurde als Wohltäter der Menschheit angesehen. Doch dies sollte nicht das Ende seiner Reise sein. Der Sohn des Zeus hatte noch schwierige Abenteuer und Prüfungen vor sich, bevor er schließlich an der Seite seines Vaters die Unsterblichkeit erlangte.